Hi Leute, hier ist wieder eure Scarlet Orisa zu einem neuen Part von Okami HD. Im letzten Part haben wir den Kaiser geheilt. Und jetzt sind wir auf dem Weg nach Saeon. Warum sind wir jetzt auf dem Weg nach Saeon? Ganz einfach, ich möchte ein bisschen Glück sammeln, ich möchte meine Tinte upgraden. Und naja, Kaguya ist auf dem Weg zur Sasa-Zuflucht, aber ich möchte halt unbedingt, diese ganzen, also ein paar Kleinigkeiten in Saeon machen, bevor wir losgehen. Weil ich hoffe dann auf 250 Glück zu kommen, dass ich dann meine Tinte upgraden kann. Obwohl wir ja jetzt schon den Vorteil haben, durch die Dämonenszene, dass wir jetzt seit dem letzten Part dann auch noch den Diebeshandschuh und das Goldtintenfass haben, womit die Tinte sich schneller regeneriert. Nur das Ding ist einfach, ich möchte trotzdem ein bisschen mehr Tinte bekommen, weil ich habe einfach die letzte Zeit gemerkt, an der Energie hapert es weniger, es hapert eher daran, dass ich zu wenig Tinte habe und deswegen brauche ich Tinte. Und vor allen Dingen wollte ich sehen, wie Saeon jetzt aussieht, wenn es normal ist. Sehr gut. Die verfluchte Zone ist zusammen mit dem abgefahrenen Nebel verschwunden. Es sieht so aus, als würde die Stadt wieder zum Leben erwachen. Ami, ich wette, du hast einen so aufregenden Ort wie diesen vor 100 Jahren nicht gesehen. Das muss aufregend für dich sein, weil du ja vom Land kommst und so. Ich verstehe ja, dass du dich amüsieren willst, aber übertreib es nicht. Ich meine, du solltest nicht vergessen, was du zu tun hast. Ja, ich weiß, hier sind viele Nebenquests und ich sollte es nicht übertreiben. Ich habe auch nicht... Also, dass hier viele Nebenquests sind, nehme ich jetzt einfach mal an, weil hier einfach die Hauptstadt ist. Weil, ja, Hauptstadt und so. Gehen wir mal hier rein. Das sieht aus wie ein Suppenladen oder sowas. So, wer bist du denn? Ach, dieser Nachmittag ist so entspannt. Ich meine, alles ist bereits fertig. Alles, was wir jetzt tun müssen, ist auf Kundschaft zu warten. Das ist toll. Und vor allen Dingen, wenn man hier in die Küche gehen kann. Und, was ist denn mit dir? Hallo Welpe, du siehst aus wie jemand, der die feine Küche zu schätzen weiß. Die richtige Diät ist der Schlüssel zu einem gesunden und erfüllten Leben. Iss gesund und bleib gesund. Oh, ich wünschte, mein Vater würde sich an diesen Satz halten. Und ja, dieser Not musste sein. Ich bin Yamaneko, der beste Koch in der Stadt Saeon. Sehr erfreut, deine Bekanntschaft zu machen. Der beste Koch von Saeon, der feurige Koch, Yamaneko. Was hältst du von diesem gewaltigen Topf auf diesem riesigen Herd? Beeindruckend, was? Ich habe meinen letzten Yen da rein investiert. Ich musste beide extra anfertigen lassen. Hast du jemals zu die Geschichte von diesem Pilz gehört? Es gibt keinen einzigen Koch auf der Welt, der sie nicht kennt. Ich spreche von diesem legendären goldenen Pilz. Ich habe Jahrzehnte gebraucht, um die kulinarische Künste zu meistern. Aber ich habe vor, ein Gericht zu machen, das mich wirklich befriedigt. Wenn ich nur einen dieser goldenen Pilze in die Finger bekommen könnte, dann könnte ich bestimmt meine wahren Fähigkeiten zeigen, indem ich das ultimative Gericht mache. Ich habe bereits diesen gewaltigen Topf und diesen riesigen Herd. Alles, was ich jetzt noch brauche, ist ein goldener Pilz. Dann werde ich ein wahrer Meister der Kochkunst sein. Das ist mein Traum. Hm? Kann es sein? Ist das der legendäre goldene Pilz? Ja, wir haben einen. Stimmt. Oder? Ja, es gibt keinen Zweifel. Okay. Irgendwo habe ich den gefunden. Ich weiß gar nicht mehr wo. Habe ich den irgendwo gekauft? Ich glaube, ja. Mit diesem Pilz kann ich mir meinen Traum erfüllen. Mein Traum, die Kochkunst endgültig zu meistern. Bitte, Welpe, bitte. Ich muss diesen Pilz haben. Was könnte ein Hund denn schon damit anfangen? Ihn selber essen? Na, aber wir geben dir deinen Pilz. Oh, danke dir. Du bist so ein guter Welpe. Mit diesem Pilz werde ich versuchen, das ultimative Gericht zu kreieren. Mein lang gehegter Traum wird endlich wahr. Wir kriegen doch hoffentlich was ab. Hm? Oh ja, das ultimative Gericht. Ich war so von meinen Gefühlen überwältigt, dass ich diesen goldenen Pilz und meinen... Ja, dieser goldene Pilz. Und jetzt ist die Zeit gekommen. Es soll nicht mehr lange dauern. Heute wird der feurige Koch Yamaneko das ultimative Gericht kreieren. Nun sieh sorgfältig hin, Welpe. Vielleicht kannst du ein oder zwei Dinge lernen. Seht, Yama Super Deluxe. Flammen anfächern Tanz. Oh oh, vielleicht müssen wir da helfen. Oder er tanzt von alleine. Wow. Was? Oh Gott, was muss ich hier machen? Was muss ich hier machen? Ist das eine Fähigkeit, die ich noch nicht kann? Was? Der Topf wird nicht heiß genug. Nein, es fängt nicht an zu kochen. Hey, was ist mit dem Ding hier hinten? Ah, okay. Nee. Ich bin ein Idiot. Ich bin ein Idiot. Okay.
Unendlichkeitszeichen. Es ist wirklich das... Es verfolgt mich. Das Unendlichkeitszeichen. Von Spirit Tracks bis hierher. Es verfolgt mich. Egal, aber diesmal weiß ich, was ich zu tun habe. Nicht wie damals in Spirit Tracks. Tada! Feuer! Ich hab Feuer gemacht. Materasu, Quellen alles Guten, unser aller Mutter. Ich hoffe, ich spreche ihn noch richtig. Meine Macht ist geschwunden, als du nicht da warst. Aber der Eifer dieses Mannes und dein eigenes reines Herz haben meine Macht wiederhergestellt. Ah, ich glaube, ich kriege jetzt Updates für meine Kräfte. Das wäre natürlich... Also so Upgrades, nicht Updates. Entschuldigung, ich lerne momentan nebenbei Netzwerktechnik, deswegen... Ja, passiert. Also eigentlich lerne ich Netzwerktechnik und in den Pausen nehme ich auf, aber egal. Ihr wisst, was ich meine. Ich verleihe dir die Macht über diese feurige Energie. Entfessle deinen Zorn in einem mächtigen Feuerschlag. Und dadurch haben wir jetzt neben Inferno auch noch Feuerschlag gelernt. Cool. Und wow, ich hab's geschafft. Mein langgehegter Traum wird sich endlich erfüllen. Ich präsentiere euch den Reistopf-Eruption. Was denkst du, Welpe? Ganz schön beeindruckend, was? Und wow, yes, 50 Glück. Nicht schlecht, aber wir wissen nicht, wie es schmeckt vom Angucken. Ich hätte nie gedacht, dass du die Macht von Moegami hier bekommen würdest, Ami. Erinnerst du dich an das Zeichen an der Wand? Male es und du kannst die Macht des Inferno überall einsetzen, wo du möchtest. Ja, das ist definitiv ein Upgrade. Nutze sie und mache aus bösen Monstern gemeine Asche. Hehe, sie werden nicht wissen, was sie getroffen hat. Und... Oh nein. Jetzt esse ich den ganzen Reiseintopf auf. Ich hoffe, dass ich den wiederkriege. Und die Inferno-Tech. Ja, diese Techs sind jetzt wahrscheinlich die Verbesserung dessen. Und hätte ich jetzt einen Magen gehabt. Na egal. Wir können jetzt die Tinte upgraden. Yay. Und als nächstes werde ich wieder die Tinte upgraden, weil den Beutel brauchen wir noch nicht und alles andere auch noch nicht. So, und was sagt sie jetzt? Ein breites Lächeln ist das Wichtigste, um den Kunden zu bedienen. Ja, das ist wahr. Ein breites Lächeln, eine freundliche Attitüde... Oder sowas in der Art. Zumindest wenn sie das glaubt, ist es so. So, was ist hier hinten? Hier hinten ist nur das hier. Aber endlich haben wir ein bisschen mehr Tinte. Das ist super. Die Frage ist jetzt bloß, ob wir noch mehr Upgrades hier in der Gegend finden. Obwohl, erstmal möchte ich mich hier umsehen und cool. Die haben sogar noch eine Außenterrasse. Auf jeden Fall gut gemacht für das Restaurant. Ah, was ist denn mit dir? Ah, ich fühle mich so erfrischt. Mir ist da etwas klar geworden, als dieser düstere Nebel sich verzogen hatte. Ich habe mich so viel besser gefühlt. Ich kann freudig meine Ziele verwirklichen. Mein Name ist übrigens Masu. Ich bin ein Krieger und bereise das Land, meine Kampfkunst zu perfektionieren. Ah, okay. Die Wahrheit ist, es gibt ein paar Monster, die ich einfach besiegen muss. Ich habe eine Liste von ihnen. Die sind alle in einem Monster-Manifest verzeichnet. Sie haben alle verdient, was sie bekommen werden. Ich habe es endlich geschafft, sie alle zu schlagen. Achso, erst dann kann ich mich voller Stolz wahrer Krieger nennen, okay? Was ist so clever? Willst du mein Monster-Manifest sehen? Ich befürchte, dass das nicht geht. Es enthält die Namen der fürchterlichsten Monster da draußen. Jemand wie du könnte vielleicht durch den Augenblick ohnmächtig werden. Ey! Ja, ich will dein... Ich habe doch schon Nein gesagt. Sogar wenn ich ein paar Drinks hätte und meine Wache etwas ruhiger angehen ließ... Habe ich nie das Manifest aus den Augen gelassen. Okay. Heißt also, irgendwer hat es vielleicht gesehen. Na gut, aber darum ging es mir ja weniger. Es ging mir ja unter anderem um diese Bäumchen hier. Und um das Glück, was sie haben. Und weil ich generell ein bisschen Glück zusammenkriegen wollte. Und wie schnell sich jetzt auf einmal die Tinte regeneriert. Ich fasse es nicht. Wow. Oh, das wird schon alles so viel vereinfachen. Und wie viele Bäume Saiyan jetzt hat. Kann ich beide zum Blühen bringen? Nee, jetzt dachte der ja.
Okay. Gut. Und hier scheinen einige Leute Fragen zu haben, also im Klartext Nebenquests. Ich bin schon vorgewarnt worden von Hyrule, dass es hier viele Nebenquests gibt. Wahrscheinlich werde ich jetzt den restlichen Part doch damit verbringen. Einfach, damit ich auch mal ein bisschen Glück zusammenkriege und so weiter und so weiter. Und ja, oh mein Gott, hier gibt es ja so viele Leute, die was haben. Hier zum Beispiel auch. Was ist denn mit dir? Sie heißt also Blossom, okay. Dieser seltsame Nebel, der über der ganzen Stadt lag, ist verschwunden. Aber mein Vater ist immer noch nicht aufgewacht. Gerüchte besagen, dass der Nebel war alle krank. Das war, was alle krank gemacht hat. Aber warum machen die Götter meinen Vater nicht wieder gesund? Alles, was ich brauche, ist Medizin. Dann könnte ich ihn heilen. Aber ich habe nicht genug Geld. Kräutermedizin. Wie frustrierend. Moment, habe ich da nicht mal welche gekauft? Hm? Ich kann es nicht glauben. Ist das das, was ich glaube? Was ist das? Das ist Kräutermedizin, oder? Ja. Warum siehst du mich so an? Darf ich das etwa haben? Und ja, natürlich. Dich müssen die Götter geschickt haben, Göttenhündlein. Jetzt kann ich meinen Vater heilen. War mir doch eine Ehre. Vater, bitte lass die Medizin wirken. Ich möchte doch nur, dass du aufwachst. Ich möchte deine Stimme wieder hören. Was? Vater ist aufgewacht. Ich habe es geschafft, ihn aufzuwecken. Ich bin so froh. Dank der Hündlein hab vielen Dank. Und was ist mit dem Vater? Ich werde an seiner Seite bleiben, bis er vollkommen gesund ist. Ich danke dir, Hündlein. Aber was sagt der Vater dazu? Nein, das habe ich nicht gemeint. Ich will den Vater hören. Oh, was zum... Hier. Blüten. Kirschblüten. Großväterchen, bist du wach? Puh, was für eine Erleichterung. Blüten, Kirschblüten. Oh, die Kirschblüten der Stadt Seyan stehen in voller Blüte. Bevor ich sterbe, möchte ich sie noch einmal sehen. Hm? Was murmelt das Großväterchen da von Kirschblüten? Blüten, Kirschblüten. Oh, die Kirschblüten stehen in voller Blüte. Ich möchte sie noch einmal sehen. Also ich glaube, die Quest von ihm ist, alle Kirschbäume zum Blühen zu bringen. Also alle Bäume von Seyan. Ganz Seyan. Und das hatten wir sowieso vor. Also von daher... suchen wir alles nach Bäumchen ab. Da ist ja auch schon einer. Und er glaubt also, er stirbt. Ich hoffe mal nicht, dass er stirbt. Obwohl, er sieht ganz blau im Gesicht aus, der arme Kerl. Was? Moment, was ist mit diesem Baum los? Warum kann ich den nicht heilen? Wieso ist der noch verflucht? Tatsache, der ist noch verflucht. Warum auch immer. Vielleicht hat das ja mit dem hier unten zu tun. Was habe ich getan? Ich habe mein Gedächtnis komplett verloren, seit die verfluchte Zone erschien. Nur an eine Sache kann mich nicht erinnern. Ich war auf dem Weg zum Haus des Tischlers, also habe ich auf eine Fähre gewartet. Und selbst nach dieser ganzen Zeit ist sie noch nicht aufgetaucht. Ich habe keine Lust mehr zu warten. Ist mir egal, was ich benutzen muss. Solange es schwimmt, werde ich alles ausprobieren, um hier wegzukommen. Okay. Ein Seerosenblatt. Bitteschön. Ein Seerosenblatt? Nun besser als nichts. Okay, dann los geht's zum Haus des Tischlers. Volle Kraft voraus. Ach so, ja. Ach so, das geht auf Zeit und ich muss mit. Okay. Alles klar. Das hatte ich jetzt eigentlich nicht vor, aber egal. Dann weiter geht's. Warum mache ich das nicht einfach so?
Oh, falsche Richtung! Falsche Richtung! Scheiße! Scheiße! Kann ich das irgendwie... Kann ich das irgendwie wieder zurückmachen? So, ja. Ich hoffe nur, wir machen das jetzt richtig. Oh Gott, wo ging es jetzt zum Haus des Tischlers? Ich glaube dahin. Nein! Oh Gott. Nein, 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 oder? Nein, es muss in die Richtung. Geht es nicht ein bisschen schneller? Ja, doch, könnte ich, wenn ich mal... Was zum... Was habe ich getan? Verdammte Scheiße, wie macht man das denn richtig? Mir wird schlecht. So. Jetzt in die Richtung. Ich versuch's mal in die Richtung. Nee. Und dann so. Jetzt so. Jetzt nach hier. Und jetzt nach hier. Bin ich hier richtig? Ich hoffe ja. Ja, ich hab's geschafft. So ganz knapp. Oh, hätte ich das schneller gemacht, hätte ich da mehr Glück gekriegt. Könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben. Und hey, er hat mir Fairgate dagelassen. Und hier geht auch nicht alles. Seltsam. Und oh, die kleinen Kinder. Und... Hier scheinen echt noch einige Bäume verflucht zu sein. Also nicht der hier, aber ein anderer. Und meine Güte, gibt es hier viele Nebenquests. Meine Güte, gibt es hier viele Nebenquests. So. Ich glaube, hier muss Wasser rein. Ich versuch's zumindest mal. Ja, das ganze Wasser, das kann ich dir sagen, es ist nicht da. Aber jetzt ist wieder Wasser da. Ah, das ist eine Meerjungfrauenquelle. Oh, wie cool. Auf jeden Fall ist das schon mal was ganz Wichtiges, dass wir das herausgefunden haben. Und oh oh, dieser Baum ist immer noch böse. Das sieht man in diesem leichten lilanen Wirbel, der ihn umgibt. Es muss doch einen Weg geben, diese Bäume noch zu erlösen, oder nicht? Was ist hier? Fernanlegestelle, ja, aber da muss ich nicht hin. So, dann skippe ich mal und jetzt haben wir hier Seyan bei Nacht. Oh, schön. Aber ich denke auch, jetzt, wo die Nacht gekommen ist und ich ein paar Kleinigkeiten tatsächlich erledigt habe und das erreicht habe, was ich wollte, nämlich die Tinte zu upgraden, denke ich, können wir uns hier in Seyan verabschieden. Und ich würde sagen, im nächsten Part brechen wir auf in Richtung Sasa-Zuflucht. Diesmal wirklich, weil ich wollte das ja halt hier alles nur machen, damit ich ein bisschen mehr Tinte habe. Und die habe ich jetzt. Und ich würde dann sagen, in diesem Sinne, bis zum nächsten Part, Leute. Bye, bye.